Du gehörst zu den Menschen, die ohne Energy Drinks nicht leben können? Du brauchst schon nach dem Aufstehen den ersten Energy Drink, um so richtig in Fahrt zu kommen? Dann solltest du unbedingt wissen, was mit deinem Körper passiert, wenn du diese jeden Tag trinkst. Wir verraten dir in diesem Video, welche Auswirkungen der Koffeinkonsum auf deinen Körper hat. Einige davon werden dich sicher überraschen, deshalb schaue das Video unbedingt bis zum Ende an. Nummer 1. Du fühlst dich wacher. Denkst du an Koffein, dann kommt dir sicherlich direkt ein Gedanke. Du fühlst dich einfach wacher. Dabei ist es keine Einbildung, sondern wirklich Tatsache. Das liegt daran, weil die Struktur des Koffeins dem Stoff Adenosin, welches deinem Körper und Gehirn Müdigkeit signalisiert, ähnelt. Somit werden die Adenosinplätze mit Koffein ersetzt und deine Nervenbahnen werden ausgetrickst. Die Folge ist, dass du dich wacher und fitter fühlst und mit voller Konzentration arbeiten kannst. Nummer 2. Du schläfst besser. Der Wachmacher kann tatsächlich älteren Personen beim Einschlafen helfen. Das Koffein des Energy Drinks fördert die Durchblutung, welche das Schlafzentrum von uns Menschen positiv beeinflusst und anregt. Gerade ältere Menschen leiden an einer reduzierten Blutdurchströmung am Gehirn, die das Koffein beseitigen kann. Außerdem sorgt der Stoff dafür, dass deine Atemfrequenz bei der Nachtruhe nicht plötzlich abfällt. Auch das trägt zu einem gesunden Schlaf bei. Allerdings musst du hier eine Sache beachten. Der kleine Boost, den dir der Energy Drink gibt, setzt nach ca. 20 bis 30 Minuten nach der Einnahme ein. Um besser einzuschlafen, solltest du dich also direkt nach dem Trinken hinlegen. Dieser Punkt betrifft allerdings nicht jeden Menschen, da jeder Körper anders auf die Koffeinzufuhr reagiert. Nummer 3. Du bekommst Herzrasen. Eine Nebenwirkung von Koffein, die gar nicht so selten auftritt, ist das Herzrasen. Du wirst unruhig oder nervös. Das alles hat mit dem Wachmacher zu tun. Koffein sorgt dafür, dass dein Herzschlag sich beschleunigt. Du solltest darauf achten, dass du als Erwachsener nicht mehr als 400 Milligramm Koffein zu dir nimmst. Nummer 4. Dein Blutdruck steigt. Menschen, die an Herzerkrankungen leiden oder einen besonders hohen Blutdruck haben, sollten Getränke wie Energy Drinks komplett vermeiden, denn das enthaltene Koffein hat einen direkten Einfluss darauf. Aus diesem Grund musst du darauf achten, vor einer Blutdruckmessung beim Arzt keine koffeinhaltigen Drinks zu trinken. Dazu zählen auch schwarzer und grüner Tee. Und Nummer 5. Dein Stoffwechsel wird angekurbelt. Durch die Einnahme von Koffein wird nicht nur das zentrale Nervensystem angeregt, sondern auch dein Stoffwechsel läuft durch den Energy Drink auf Hochtouren. Viele ältere Menschen genießen hier einen Vorteil, denn mit steigendem Alter lässt die Fettverbrennung immer mehr nach. Durch das Koffein steigt nämlich die Wärmeproduktion im Körper, die wiederum den Metabolismus anregt. Allerdings klappt das nur, wenn du Getränke wie Kaffee, ohne Milch und Zucker zu dir nimmst. Um wirklich abzunehmen, solltest du auf eine ausgewogene Ernährung und viel Sport setzen. Jetzt weißt du genau, was mit deinem Körper passiert, wenn du Energy Drinks zu dir nimmst. Vielleicht überlegst du dir jetzt zweimal, ob du zu einem solchen greifen solltest. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.